Ja, meine Freunde, was ich euch hier präsentiere, ist Ubuntu Dapper Drake, das gestern erst erschienen ist mit dem neuen Video, mit der neuen Videoerweiterung XDL. Ich führe einfach mal so ein paar Sachen hier vor und ihr schaut mir einfach mal zu. Also generell habe ich hier zwei Modi, einmal einen schnellen und einen langsamen, um das XDL besser darstellen zu können. Im Moment habe ich den schnellen Modus an und da öffnen sich also die Menüs sehr flott, wie man hier sieht. Das habe ich extra gemacht, um einfach den Arbeitsfluss nicht zu stören. Hier kann man schon sehen, wie sich Fenster transparent darstellen lassen durch Klick und dabei eben diesen Wobble-Effekt hier haben, wenn man sie eben hin und her zieht oder wenn man das Fenster vergrößert und wieder verkleinert. So, minimieren. Damit man das jetzt auch gut erkennen kann, was da wirklich genau vor sich geht, da das in dem Video nicht ganz so flüssig darstellbar ist, mache ich das jetzt mal in Zeitlupe. Durchaus besser erkennbar jetzt. Oder auch das Menü, wie es sich eben aufbaut. So. Was besonders schön ist, ist, wenn man mehrere Fenster offen hat und um eben die Übersicht zu bewahren, hier ein sogenannter Gruppierungsmodus auf F10 kann ich drücken und dann werden meine Fenster hier schön verteilt und ich kann zum Beispiel durch Klick hier dieses Fenster auswählen oder eben auch, wenn ich ins Leere klicke, alle Fenster minimieren. Dazu müsste ich jetzt vielleicht mal den Zeitlupenmodus ausschalten, damit man gucken kann, wie es im Betrieb aussieht. Ja, ist denke ich klar. Ein weiteres schönes Schmankerl ist die Tabulator-Umschaltung. Hier wird eben immer eine kleine Vorschau angezeigt, Live-Vorschau wohlgemerkt. Also das kann man jetzt sehen, wenn ich hier ein Video mal starte. Auch sehr schön die Suchfunktion durch direktes Eintippen in Ordnern. Hier das Ubuntu-Video, sag ich mal. Auch transparent. Und mit Live-Vorschau, wie man eben sehen kann. Hier. In the old days, when we und auch a traveler. Was einerseits ein sehr lustiges Feature ist, das vielleicht aber nicht ganz so nützlich ist, ist der Cube. Und zwar habe ich hier mehrere Arbeitsflächen, die ich benutzen kann. Ich kann Fenster hin und her schieben von einer Arbeitsfläche in die andere. Das mache ich am besten auch mal im Zeitloop-Modus. It will have various aspects. Das Video kann man trotzdem noch schauen. Okay, ich kann den Würfel auch frei bewegen. That people should not enrich themselves. The question therefore is, are you going to do so oder auch von innen zeigen. The community around you to be able to improve. These are important things in life. And if one can do that, you have done something very important. Ja, das sind so die Main Features von dem neuen Ubuntu mit XGL. Ich hoffe, ihr werdet es mal ausprobieren. Es macht sehr, sehr viel Spaß.